Hallo und willkommen zurück zu Factorio. Mein Name ist Lord Yoda und. Produktivitätsmodule 3 sind erforscht. Yay! So, wir forschen hier gleich mal weiter. Und ja, wir haben ja beim letzten Mal gesagt, wir wollen die. Die Produktivitätsmodule 3 jetzt auch bauen, nachdem wir es jetzt erforscht haben. Macht das auch ungefähr Sinn. Und ja, ich nehme das jetzt leider zum dritten Mal auf mittlerweile. Weil Factorio hat ein kleines Problem. Und zwar crasht es, sobald man hier den gelben Bereich verlässt. Und zwar, also der gelbe Bereich ist eben die Logistikroboter. Der Logistikroboterbereich. Und wenn ein Roboter einem was liefern will und man diesen Bereich verlässt, dann hat die Version 0.10.4 das klitzekleine Problem, dass das Spiel crasht. Tja, beim ersten Mal dachte ich noch an Zufall, beim zweiten Mal habe ich dann mal gedacht, ich schaue mal im Wiki und jetzt habe ich es auch gefunden. Das bedeutet einfach, ja, wir dürfen jetzt erstmal bis zum nächsten Update nicht mehr nach unten fahren, mehr oder weniger. Ja. Beziehungsweise wir dürfen nicht mehr, wir müssen warten, bis wir kein Item geliefert kriegen, was natürlich in dem Moment, wo wir hier die das Produktivitätsmodul gebaut haben, nicht ganz so einfach wird. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Und was wir jetzt auch hinkriegen werden, vor allem nachdem ich es jetzt schon ein paar Mal geübt habe, das hier geht jetzt ziemlich schnell voran, ist ja hier der Umbau oder beziehungsweise der Bau. Und jetzt fangen wir mal mit dem an, was ich jetzt immer schon die ganze Zeit gemacht habe. Und zwar erstmal die Sachen rausgenommen, die wir oder die ich per Hand rübertragen will. Und zwar wollte ich dazu noch eine Kiste. Verdammt, ich habe keinen Platz mehr für eine Kiste. Muss mal kurz was wegstellen. Also eine Kiste. Eine Kiste. Da tun wir Zeug rein. Unter anderem Chunks. Und die nicht. Und dann, weil ich faul bin, mache ich das Ganze per Fließband. Wahrscheinlich hätte ich in der Zeit das Ganze auch so aufgebaut, aber ist mir egal. So, und dann haben wir jetzt eben, was haben wir denn? Wir haben rote Wissenschaftspakete, die tun wir hier rein. Wir haben Waver mitgenommen, die tun wir da rein. Ja, man könnte fast meinen, ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ja, naja, richtig Clay war ja auch noch so viel drin. Den nehmen wir mal in die Hand und tun ihn da wieder rein. Und jetzt soll es nicht abstürzen. Dankeschön. Da können wir jetzt hier noch ein paar Zweiermodule reintun, die eigentlich hier komplett sinnlos sind. Weil jetzt kriege ich sie wieder zugesteckt. Hier sollten sie rein, damit er eben nicht arbeitet. Also hier auf zu arbeiten. Wie viel habe ich denn hier gesagt? Ach, 100. Ja, okay, dann wird er noch ein bisschen arbeiten. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, das hier ist jetzt leer. Dann baue ich das mal ab hier. Das hier ebenfalls. Und ja, also. Eigentlich kann ich das hier mal kurz abbauen. So. Folgendes, wir brauchen für diese Pakete die, also das Produktivitätsmodul 3, elektronische Schaltkreise, erweiterte Schaltkreise und Stahlträger. Wenn wir jetzt mal kurz reinschauen, hier brauchen wir ebenfalls, also für die Vierer, Stahlträger und erweiterte Schaltkreise, also genau das hier. Das heißt, was wir jetzt nur hierfür brauchen, wäre eben das hier. Ich forsche wieder nicht. Weiter. Also hier die elektronischen Schaltkreise. Das heißt, die werden wir jetzt hier mal... Ja, ganz einfach darüber verlegen. Jetzt kommt eben das hier, die müssen weg. Und wir wollen das Ganze natürlich hier aufbauen. Und brauchen dafür natürlich etwas Platz. Wir können das Ganze nicht hier hinbauen. Oder besser gesagt, ja doch hier hin. Wo ist es? Ja, wir bräuchten hier einen Arm. Also müssten wir es hier hinbauen, theoretisch. Wenn wir das jetzt hier so machen würden. Aber da kommen wir natürlich irgendwie nicht mehr rüber. Das heißt, das funktioniert so nicht. Ne, hör mal auf hier. Das heißt, wir müssen da ein bisschen runterfahren. Das heißt, das früheste sozusagen wäre
hier. Da kommen wir so halbwegs vorbei. Richtig. Nee, weil wir hier das falsche Band haben. Wir müssen eins weiter, also nicht hierhin, sondern dahin. So. Jetzt also erstmal die hier. Die kommen ziemlich gelangweilt hier runter. Und damit ist die Sache erledigt und alle sind fröhlich. Und alles ist gut. So, als nächstes hier die Zweiermodule. Wobei wir das jetzt wieder abbauen könnten, sozusagen. Kommen hier runter. Und da werden wir mal das mal kurz einsammeln. Und jetzt könnten wir theoretisch hier eben sagen, hier lad die Zweier ein. Lad die elektronischen Schaltkreise ein, aber ich kann sie eben nicht auswählen. Können wir noch nicht erstellen. Aber nicht so schlimm. Gut, als nächstes kommt dann... Ja, das müssen wir kurz runter... bringen. Das ist ein bisschen doof hier. Das hier auch. So, eins. Das kriegen wir irgendwie hin. So. Können wir das hier abbauen. Und dann können wir das hier holen. Das dahin und dann hier runter. So. Also, wo haben wir sie denn? Montagemaschine. Eins, zwei. Und hört auf zu produzieren, ich habe doch so viele davon. Und noch viel mehr. Und hört einfach auf. Ja. Dankeschön. So. Hier können wir schon mal einstellen, hier wollen wir die Dreier haben. Und können da auch schon mal ein paar Zweier reinsetzen. So, das heißt... Du musst noch eins nach unten, du gehst hier rüber und kommst dann auch runter. So ist zwar ein bisschen verplant, aber es funktioniert. Und das ist ja primär schon mal das Wichtigste. So, das können wir auch einladen, dann versorgen wir das Ganze noch mit Strom. Und jetzt brauchen wir eben natürlich noch die Sachen hier. So, das lösen wir jetzt einfach mit einem unterirdischen Band hier rüber und dann... hier zurück und hier nach unten ein paar mehr Knickarmroboter brauchen wir auch noch. Ein hierhin, ein hierhin, ein hierhin und einmal Strom. Und wir produzieren ab gleich, ab jetzt unser erstes Produktivitätsmodul Nummer 3. Wunderbar. Dann werden wir das Ganze ausladen in eine Kiste und da einfach alles sperren bis auf 1 und gut ist. Wobei alles bis auf 2. So. Das Ganze könnte man natürlich für die anderen jetzt auch noch machen. Also eins hierhin. Aber auch sperren bis auf da. Und ja, wenn wir jetzt das nehmen würden, ebenfalls 300. Was geht? Naja, wie auch immer. So, wir haben Produktivitätsmodule und können das direkt mal ersetzen. Und zwar, wir wollen die Dreier haben. Und jetzt fliegt eben gleich ein Roboter los und bringt uns die Dreier. Wunderbar. So, jetzt haben wir natürlich hier noch ein paar Zweier rumliegen, die wir nicht wollen. Das heißt, wir schauen jetzt mal, ob wir die noch irgendwie halbwegs schnell loswerden. Ja. 20 Stück noch, aber es wird weniger. Und die können wir jetzt natürlich hier ersetzen. Zwei Stück haben wir schon. Shift, dann funktioniert das Ganze auch. Ja, jetzt haben wir nur 30%, aber die kommen jetzt schon so nach und nach. Hier ist noch eins. Sind wir schon bei 45. Und komm, gib mir eins noch. Na? Da, jetzt ist es fertig. Und sobald es angekommen ist,
Ja, damit. Los geht's. Wunderbar. So, hier können wir keine neuen reinsetzen, weil hier immer noch so viele drin sind. Und das wird schon mit der Zeit. Gut, von denen hier haben wir ein bisschen zu viele rumliegen. Also da können wir auch nichts machen. So, und jetzt muss ich eben aufpassen beim hier rüberlaufen. Also hier ist so eine grüne Zone, die ist tödlich oder gefährlich. Darf ich nicht durch. Und zwar muss ich ein paar Sachen einstellen. Und zwar das hier müssen wir auf 1000 erhöhen, weil uns gehen gerade die die Kupfer-Dinger aus. Und das ist nicht gut. Und um dem vorzubeugen, erhöhe ich das mal. Und ebenfalls müssen wir hier mehr Stahl einladen. Und hier ein bisschen mehr. Ja gut, rot könnte man natürlich. Ja, dann machen wir rot. 1000, wunderbar. Hier haben wir noch genügend. 200 anscheinend. Ne, hier haben wir einfach da nichts drin. Jetzt. Das dauert zwar, aber das wird schon. Und ja, die Forschung dauert jetzt mal ein bisschen ewig, weil wir einfach zu wenig Kupfer haben. Haben wir irgendwie gerade viel Kupfer im Inventar? Nicht so wirklich. Dann lassen wir das mal. So, also wir dürfen uns, wie gesagt, nicht aus dem orangenen Bereich rausbewegen. Darum bin ich jetzt gerade ein bisschen vorsichtig, wo ich hin darf. Hier ist okay. Komme ich hier hoch? Ja. Das ist ein bisschen doof. Also, gefällt mir natürlich nicht, aber wem würde das schon gefallen? Aber im Moment können wir auch nichts ändern. Passt das dahin? Ne, leider nicht. Schade. Kann ich das von hier aus platzieren? Ja, gut. Dann setzt doch da mal ein paar mehr Akkumulatoren hin. So, zurückrennen. Einfach nur nach unten. So, als nächstes oder auch in der Zeit, bis wir wieder was anders machen können, denke ich, werden wir uns jetzt mal um diese Logistik-Baumfarm kümmern. Wie, du hast nicht genügend Akkumulatoren. Das kann einfach nicht sein. Wie viele brauchst du? 48. Und wir haben gerade noch 33. Oder vielleicht war es, so und so viele Roboter werden benötigt. Gut, das lasse ich mir ja noch. Das könnte ich ja noch verstehen. Muss zugeben, ich habe komplett den Überblick verloren. Steht da irgendwas? Müsste doch hier stehen, oder? Verfügbare Roboter 115 von 55. Aha. Wie auch immer diese Zahl zustande kommt. Ja, wie auch immer. Das Ganze wird aufgebaut. Wunderbar. So, Logistik-Baumfarm. Ich würde sagen, wir bauen jetzt einfach mal eine. Und schauen, wo wir sie hinsetzen. Das Problem ist, ich darf da wieder schon nicht raus. Schauen wir mal kurz. Kann ich noch einen Roboterhanger bauen? Und kann ich den auch platzieren? Hier irgendwo. Also erstmal hier abreißen. Kann man das mit Robotern erledigen lassen? Oh. Wir lassen Roboter das platzieren. Sehr cool. So, Logistik, Baumfarm. Ja, hier ist doch eigentlich ganz okay. Hier haben wir nichts vor. Doch, hier haben wir was vor. Verdammt. Hier wollen wir ja vielleicht irgendwann mal die Eisenproduktion erweitern. Werden wir da mehr als das hier machen? Nochmal hoch. Das passt auf gar kein Band drauf. Niemals machen wir das. Okay. Also sagen wir mal, bis wohin darf ich? Dahin. Dann setzen wir die jetzt mal. Dahin. Feld ist aktiv. Aktiv. Und bewirtschaftete Fläche maximal. Okay.
Gut, also. Logistik. Wir wollen natürlich Samen. 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 Und zwar, weiß ich nicht, 50 Stück. Haben wir da was im Logistiknetz? Ich vermute nicht. Das heißt, wir werden. Ich darf hier hin zu meiner. Ja, darf ich. Zu dem Ding. Werden das Ganze ans Logistiknetz anschließen. Und zwar eine Anbieterkiste, eine Nachfrage und eine Anbieterkiste. Und zwar die Nachfragekiste stellen wir hier hin und die fragt nach Holz. Und zwar sagen wir mal 50. Und dann eben eine Anbieterkiste. Jetzt mal dahin, wo wir das hier reinlegen. Und zwar einfach ein Stack voll. Ja, und theoretisch aufpassen. Ja, perfekt. Werden die hier reingebracht. Und. Ja, dann auch gleich gesät. Und damit hätten wir dann unser Holz. Und das ist natürlich deutlich größer als das da oben. Hier konnte ich ja zum Glück gehen. Dementsprechend sollten wir dann. Na gut, wir haben jetzt hier noch nirgends Holz. Doch, das Holz lagern wir hier wieder rein. Richtig. Oh, ich habe sogar irgendwo Holz rumliefern. Wiegen. Na dann. Wahrscheinlich habe ich es irgendwo mal rausgetan. Aber auf jeden Fall, die Logistik Baumfarmen funktioniert, auch wenn das irgendwie dieses Dingens da sieht aus den ersten Blick immer aus wie eine Statue, vor allem hier drin. Wo hatten wir sie? Da. Sieht aus wie irgendwie so eine Statue mit Schwert davor oder so. So, mittlerweile haben wir schon 16 Produktivitätsmodule 3. Bin sehr froh, dass ich hier rumrennen kann. Wenn ich hier nicht rumrennen könnte, wäre verloren. Und habe ich das vierte schon rein? Ja, genau. Also wir haben hier eine Produktivität von 60%. Ich glaube, ich hatte ihn nicht erwähnt. Das bedeutet, wir stellen sozusagen statt einem 16 von den Sachen her. Und ich würde sagen, da tun wir jetzt gleich mal ein paar rein und stellen mal fröhlich Wissenschaftspakete her. Oh, jetzt kriegen wir richtig viele. Das könnten wir jetzt natürlich alles anfangen zu ersetzen. Vielleicht gar nicht so eine verkehrte Idee. Dann haben wir da noch. Es wird weniger. Ist vielleicht gar nicht so eine verkehrt, das zu ersetzen. Die haben 10. Dann tun wir die mal raus und komplett die Dreier rein. Hier ebenfalls. Nur die Dreier, hier auch, nur die Dreier. Ja, und das, man sieht halt echt, wie sich das fast einmal füllt. Und das ist doch ziemlich praktisch, weil wir da deutlich mehr kriegen. Genau, wunderbar. Und an elektronischen Schaltkreisen scheitert es eh immer gerade. So, hier können wir sie ja leider nicht reintun, das wäre richtig toll. Aber gut. Man kann ja nicht alles haben. So, dann. Ich darf hier nicht raus, ich darf nicht U-Bahn fahren, das ist ein bisschen doof. Ich
musste jetzt warten, bis ich ja, 40 davon habe. Oder ich unterbreche das mal kurz. Jetzt kriege ich auch noch Stahl geliefert. Ja, richtig. Stahl habe ich auch nicht vollkommen. Voll. Nicht vollkommen. Wie viel Joule haben wir jetzt hier eigentlich? 3,6 Gigajoule. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, wir beobachten jetzt mal kurz nachts, wie das Ganze mittlerweile aussieht. Wenn die hier weniger Leistung haben. Ihr geht schon so ein bisschen zurück. Haha. Niemals geht's hier zurück. Oh, was anders, was wir bauen können. Was mir letztens aufgefallen ist und ich irgendwie total übersehen habe. Meteoriten Early Warning System. Okay, können wir nicht, weil wir brauchen wieder Elektrum. Okay, ich nehme das Ganze zurück und behaupte das Gegenteil. Also, da müsste die Leistung jetzt so langsam zurückgehen. Wobei wir das hier sehen sollten, dass sozusagen, ja, jetzt sieht man es. Also, die Hauptenergie kommt jetzt schon von den Akkumulatoren. Ist aber auch klar, weil einfach die Solarzellen eben nachts nicht so viel liefern können. So, die einzige Frage, die sich mir gerade so ein bisschen stellt, ist, wieso liefern die 1,2 Megawatt? Also, warum? Weil entweder liefern sie volle, die hier, entweder liefern sie volle Pulle oder liefern gar nichts. Na. Das ist noch eine interessante, das ist eigentlich das Interessante, was ich gern mal beobachten würde, wie sehr sich's leert. Mit anderen Worten, müssen die gerade schießen? Oder ist das konstant? Na, das geht manchmal hoch und runter. Wir sind jetzt 3 Uhr und es ist noch nicht halb leer. Das heißt, das passt eigentlich. Das passt ziemlich gut. Ja, und jetzt fangen die auch schon wieder an. Das heißt, ja, die gehen jetzt ziemlich schnell hoch. Und somit sollte sich das ja, gleich gegeben haben. Das ist hoffentlich nur das Speichern. Ja, wunderbar. Ich habe jetzt hier immer so ein bisschen Schiss, wenn das kurz stehen bleibt, wie gesagt, dritte Aufnahme und so, das ist nicht so lustig. Okay, also es geht ein bisschen zurück. Wir verbrauchen also ungefähr ein Drittel. Aber das heißt, wir haben noch Puffer. Und das ist wichtig. So. Und jetzt sind die Solarzellen allein und die hier dürfen schlucken. So ohne Ende. Aber das ist ja okay. Dafür sind sie da. Das sollen sie auch machen. 9 Stück haben wir da hier wieder. Gut. Gut. Das heißt, da haben wir genügend. Meteoritensystem können wir leider nicht bauen. Das nervt mich echt mit diesem Elektrum. Das nervt mich gewaltig. Ich bin da jetzt langsam versucht zu sagen, hey, wisst ihr was, ich schau mal, dass ich die Zahlen da irgendwie, wo ich das irgendwie freischalten kann, weil das macht ja keinen Spaß mehr. Also ich meine, dass man das nicht sofort bekommt, ist eine Sache, aber irgendwann würde ich jetzt mal die ganzen Sachen doch gerne bekommen. Naja. Wird schon irgendwie. So, wie weit sind wir hier? 7 von 8. Na, jetzt vorstellen wir mal wieder. Wie viel brauchen wir da? 50. Das ist doch noch recht viel Kupfer. Das könnte man mal ein bisschen beschleunigen. Weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung,
dass das Teil nicht wirklich schnell Kupfer einladen kann. Stehen wir mal ein bisschen daneben und greifen alles ab, was überflüssig ist. Kann man hier die reintun? Schade, auch nicht. So, wie viel? 25 mal 8 sind 100, 200. Also 2000 ungefähr. Ja, jetzt fehlt es wahrscheinlich an was anderem. Ja, Stahl. Gut, Stahl kann man nicht wirklich beschleunigen. Hier kann man, denke ich, auch keine. Mal schnell probieren. Oh, doch! Können wir. Dann werden wir hier mal auch Produktivitätsmodule einbauen. Weil wie wir gesehen haben, Strom haben wir genügend. Und mehr Stahl ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ist zwar jetzt nur 30%, aber immerhin. Doch, das gefällt mir. Das gefällt mir echt gut. Wir könnten uns natürlich auch überlegen, ob wir die Geschwindigkeitsmodule reintun. Also hier so. Wie viel Prozent Geschwindigkeit ist das? Plus 80%. Das heißt, wenn wir die beiden jetzt betrachten, müsste der so fast doppelt so schnell sein wie der. Schauen wir mal kurz. Ja. Beide haben jetzt ungefähr gleichzeitig rausgelegt. Jetzt kommt der nochmal. Jetzt kommt der. Und der auch nochmal. Ja. Dann bringt es, denke ich, sogar fast doch eher das hier. Da braucht es so ein bisschen mehr Ressourcen. Aber gut. So. Den Rest bin ich jetzt zu faul. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber nach und nach wird das hier schon. Stahl. Wie viel werden das sein? Das sind 25, 10, ja, 15 sowas. 15 mal 8 sind 80, sagen wir mal 100, also auch wieder 1000, die wir hier noch brauchen. Ich meine, 200 könnte ich mal schnell reintun, dann geht es ein bisschen schneller voran. Produktivitätsmodule gehen hier ja auch wieder nicht. Leider. Aber immerhin kann geforscht werden. Was ja auch nicht komplett verkehrt ist. Oh. Doch, passt. Gut. Dann werde ich mir mal überlegen, was wir beim nächsten Mal machen. Wir können ja hier leider, wie gesagt, immer noch nicht raus. Wir hoffen jetzt mal drauf, dass die Forschung hier fertig wird. Wie sieht es hier eigentlich aus? Oh, hier 194 Wissenschaftspakete warten hier noch. Und 120 haben wir noch im Petto, sogar mehr. Dann werden wir die zusätzliche Bonus da, Uni da. Ich glaube, ich werde mal nachschauen, wie weit wir denn mittlerweile bei den Countern sind und das mit euch mal kurz durchsprechen. Und, oh, bevor wir aufhören, schauen wir nochmal schnell nach, was unsere Baumfarm macht. Also die neue logistische Baumfarm. Ich sehe Holz. Ich sehe Holz. Und ich komme nicht mehr rein. Ernsthaft? Man kommt nicht mehr hin, weil Bäume da sind. Das hat man sich ja gut ausgedacht. Naja, wie auch immer. Erwartete Ressourcen. Mhm.
was es nicht alles gibt. Naja. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.